Hey und willkommen zur neuesten Folge und damit auch letzten Folge in dieser Saison mit Borussia Dortmund. Ob es noch eine weitere Saison gibt mit dem BVB, das kündige ich am Ende des Videos an. Doch zuallererst wird natürlich dieses Video mal wieder unterstützt von OneFootball. Wer OneFootball gerne mal ausprobieren möchte, ist eine kostenlose App. Ladet die sehr gerne mal über die Videobeschreibung runter. Wie gesagt, die App ist komplett kostenlos. Zeigt OneFootball, dass wir eine geile Community sind und ladet euch die App einfach mal runter und schaut sie euch an. Manche haben mich auch gefragt, mit welchem Verein wir die nächste Karriere spielen werden. Das werde ich allerdings noch nicht ankündigen, das soll noch so eine kleine Überraschung bleiben. Und Leute, wir spielen natürlich weiterhin mit den neuen Trikots für den BVB. Wer sie von euch runterladen möchte, der hat die Möglichkeit, im Link in der Videobeschreibung sich die Trikots runterzuladen, hat dann auch gleichzeitig Juventus Turin, also richtiges Juventus Turin mit dabei, mit neuen Trikots, mit dem richtigen Wappen. Einfach mal in die Videobeschreibung downloaden und dann habt ihr noch die Möglichkeit, vom Modder selbst euch ein Video anzugucken, der euch erklärt, wie ihr die neuen Trikots in euer Spiel reinbekommt. Wichtig ist natürlich, ihr müsst auf dem PC spielen, auf der Konsole geht das leider nicht. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle an FIFA Pro Mods, der mir das Ganze hier ermöglicht hat mit den Trikots. Wir haben heute noch die letzten 6 Spiele vor uns. Wie viele davon wir genau spielen werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir gucken uns das mal so ein bisschen an. Wir haben 10 Punkte Vorsprung auf den zweiten, auf den FC Bayern München. Und heute in diesem Part möchte ich natürlich die Meisterschaft klar machen. Mich ärgert schon genug, dass wir im DFB-Pokal rausgeflogen sind und jetzt auch im letzten Part in der Champions League. Da habe ich mich einfach unnormal geärgert, weil ich eigentlich kurz dachte, wir wären weiter, beziehungsweise wir hätten halt noch eine Chance auf eine Verlängerung. Hab mich da allerdings vertan. Sehr gerne mal reingucken, wer es von euch noch nicht gesehen hat. Generell, sehr gerne einen Daumen nach oben hier auf diesem Part da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Geht extrem leicht für euch. Kurz minimieren, Daumen da lassen. Und wenn ihr wollt, auch noch einen kleinen Kommentar da lassen. Geht wie immer sehr, sehr schnell. Und wer den Kanal hier noch nicht abonniert hat, ja, einfach ein Abo da lassen. Ihr wisst vermutlich, wie das geht. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Tabelle. Wenn wir heute nicht komplett verkacken, sollten wir es auf jeden Fall schaffen, Erster zu werden. Und das wäre ziemlich geil. Dann hätten wir so gesehen über 2 Saisons alles gewonnen, was man gewinnen kann. Also damit meine ich jetzt vor allem Champions League, DFB-Pokal und auch die Meisterschaft. Aber wenn ich mal den letzten Part betrachte, ja, müssen wir heute auch ziemlich vorsichtig sein, weil sonst hauen wir selbst das noch irgendwie weg. Im Abstiegskampf geht es auch noch ein bisschen was. Düsseldorf und Nürnberg haben noch die Chance, tatsächlich sich zu retten. Allerdings würde das eventuell bedeuten, dass Schalke nach unten rutschen würde oder auch Werder Bremen. Ja, und vor allem Werder Bremen will ich da unten eigentlich nicht sehen. Aber für den HSV wird es richtig eng. Ich meine, es sind noch ein paar Punkte zu holen. Wie gesagt, es sind noch 6 Spiele. Allerdings wird das doch ziemlich schwer für den HSV. Auch für Nürnberg und Düsseldorf, da müssen wir uns echt nichts vormachen. Unsere letzten 6 Spiele sind im Übrigen gegen Schalke, Augsburg, Gladbach, Leverkusen, Köln und auch Hoffenheim. Dann spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach und gegen die TSG aus Hoffenheim. Liegt einfach daran, ich habe die Hoffnung, dass wir dann eventuell die Meisterschale bei eins der Spielen überreicht bekommen. Ist ja meistens so bei FIFA, dass man das Heim überreicht bekommt. Ist zwar manchmal auch anders, aber ja, keine Ahnung, wie genau das jetzt bei FIFA ist. Wenn ihr es wisst, schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare rein. Man hört immer ganz viele unterschiedliche Sachen und ich habe auch das Gefühl, dass es manchmal einfach bei jedem FIFA-Titel irgendwie anders ist. Oder gefühlt schon manchmal bei jeder FIFA-Karriere, die man spielt. Deswegen, ich hoffe, wenn wir es schaffen, Meister zu werden, dass wir heute auch die Meisterschaftsfeier sehen werden. Versprechen kann ich es allerdings nicht, weil, ja, man kennt FIFA. Wenn wir jetzt mit Haaland und Reus noch alles richtig machen, hat einer von den beiden auf jeden Fall die Möglichkeit, den goldenen Schuh am Ende des Tages zu gewinnen. Das wäre halt einfach richtig geil. Von daher heißt es Haaland, Reus weiter Tore schießen. Das wäre mega geil. Top-Vorlagengeber ist tatsächlich Marco Reus. Meine Fresse, was spielt der für eine Saison? Der hat einfach mal 35 Scorerpunkte. Das ist schon relativ heftig. Aber generell sind wir im Vorlagengeben gar nicht so schlecht. Haaland auch mit 8, dann noch Brandt und Sancho in der Liste. Ist schon ganz geil. Und ohne Gegentore ist Onana ganz oben. Sehr stark. Jetzt meldet sich Southampton und möchte Roman Bürki für die nächste Saison verpflichten. Ganz ehrlich? Nö, gerade nicht. So, es gibt nochmal 2 Jugendscout-Berichte. Wir gucken uns mal an. Ja, ich würde sagen, den kann man mal mitnehmen. Und damit Samuel Hewitt, willkommen bei unserer Jugendmannschaft. Und wie gesagt, ins Spiel gegen Schalke schnuppern wir auf jeden Fall mal rein. Ich ändere jetzt noch ein bisschen was in unserer Anfangsformation. Wie gesagt, Talente sollen auch mal ein bisschen spielen. Und dann sehen wir uns gleich in der Partie gegen Schalke. Was wir auch nicht vergessen dürfen, nach dieser Saison beendet Marcel Schmelzer seine Karriere. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall dran denken, ihn auch nochmal spielen zu lassen. Sobald ich mich erinnere, wird Piszczek seine Karriere noch nicht beenden, aber ich glaube, das schwankt auch noch so ein bisschen. Da war das auf jeden Fall mal am Überlegen, ob das jetzt noch der Fall ist, keine Ahnung. Steht auf jeden Fall nicht in der Info. Und so sieht die Aufstellung vom FC Schalke 04 aus und man muss sagen, die haben nicht mehr viele echte Spieler. Und man muss sagen, Schalke hat ja jetzt auch echt das erste Mal gewonnen und das direkt im 4:0 gegen Hoffenheim. Das war ehrlich gesagt schon ziemlich krass. Hier seht ihr auf jeden Fall mal unsere Mannschaft. Ich habe natürlich jetzt nicht alles komplett durchgewechselt, aber ihr seht, Zakaria spielt eh von Anfang an. Ich meine natürlich Bellingham und Reyna spielt von Anfang an. Sagadu heute auch mal von Anfang an. Ich habe natürlich Haaland und Reus jetzt mal drin gelassen, weil die am Ende den goldenen Schuh gewinnen sollen. Allerdings wird auf jeden Fall Adeyemi noch während der Partie eingewechselt. Und Kamavinga natürlich auch, der derzeit nur auf der Bank sitzt. Saka ist ja leider immer noch verletzt, deswegen der noch leider immer noch keine Option auf die erste Elf, beziehungsweise auch keine Option eingewechselt zu werden. Jetzt müssen wir uns allerdings konzentrieren, wir müssen die Partie hier gegen Schalke auf jeden Fall gewinnen. Liegt einfach daran, ich möchte die Bundesliga nicht auch noch wegwerfen, weil sonst werden die Trainerrausrufe wahrscheinlich lauter.
Und da ist Haaland. Der hat es halt nicht so im Kopf. Da ist der Marco Reus. Das war die erste Möglichkeit. So, Zakaria, richtig guter Pass auf Jadon Sancho. Problem ist, Haaland und Kopf vertraue ich nicht so richtig. Deswegen versuche ich es lieber unten rum. War aber auch nicht so geil. Oh, shit. Baumgartner von Hoffenheim gekommen und der macht den rein? Krass, das war die erste Möglichkeit für Schalke und die führen direkt. Gefühlt waren wir bis jetzt einfach nur vorne. Alter, das ist nicht so cool. Da wurden wir halt echt ausgekontert. Nicht so geil. Wir wechseln nach dem Tor im Übrigen direkt aus. Marco Reus, der ist wohl irgendwie falsch auf seiner Schulter gelandet, ist seitdem verletzt und deswegen jetzt Depay 9 in der Partie. Seit der 23. Minute. Ich hoffe, Reus fällt nicht allzu lange auf, sonst ist seine Möglichkeit, den goldenen Schuh zu gewinnen, auf jeden Fall weg. Alter, da werfen wir uns einfach mit allen zwischen. Boah, Zagadou macht das hier am Ende dann gut. Der Ball muss hier weg. Oh, Klostermann, das war schlecht. Alter, weil... Ach, Gott sei Dank. Schöner Pass von Depay auf Haaland. Und wisst ihr was? Das ist halt Haaland. Da kann man einfach mal schießen. So. Giovanni Reyna mit dem Pass nach innen. Da ist dann Depay. Was war das denn? Wir sind in der Halbzeit angekommen und es läuft noch nicht so richtig gut. Ich krieg's irgendwie nicht so richtig... Wir sind in der Halbzeit angekommen und Schalke führt. Das läuft noch nicht so richtig gut für uns. Ich würde immer noch behaupten, wir sind die bessere Mannschaft. Allerdings kriege ich es noch nicht so richtig hin, mal so richtig hundertprozentige Torchancen zu erarbeiten. Depay hatte jetzt die ein oder andere Möglichkeit, hat die leider nicht genutzt. Das muss jetzt auf jeden Fall besser werden in der zweiten Halbzeit. Stark. Komm schon! Jawohl! Oh mein Gott! Ich habe mich gerade innerlich so hart geärgert, weil ich so lange mit Bellingham gebraucht habe, da irgendeine Entscheidung zu treffen, ne? Und dann kommt der Ball damit Glück irgendwie zu Haaland und der macht den dann halt rein. Alter, ich hab nämlich die ganze Zeit gewartet, dass ich Haaland passen kann. Und dann sehe ich, wie der plötzlich weiter nach außen zieht. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Und dann irgendwie noch ganz schnell irgendwie versucht zu schießen. Und dann kommt da Haaland am Ende des Tages noch irgendwie an den Ball und macht hier das 1:1 und sein 23. Saisontor. Oh nein, jetzt pfeift er ab wegen einer Verletzung mitten im Angriff von uns. Aber gut, das Wichtigste ist, dass es den Spieler gut geht. Trotzdem ärgerlich. Warum nicht auf Haaland? Hä? Oh shit, der ist frei. Mit allen reinwerfen, was geht. Bellingham? Nein, da kommt der Schuss nicht durch. Oh man. Wir wechseln zweimal. Kamavinga kommt rein für Bellingham und Adeyemi kommt rein für Reyna auf der linken Seite. Depay. Adeyemi? Adeyemi, Alter, er macht sein erstes Bundesliga-Tor, glaube ich, für uns. Und das gegen Schalke und dann auch das Führungstor. Geil. Sehr, sehr schön, auch gut gemacht von Depay. Macht da richtig gut, sieht dann Adeyemi und der schließt richtig gut ab. Nimmt den Ball mit dem rechten Fuß so ein bisschen an und sofort mit dem linken reingemacht. Sehr, sehr geil. Nichts zu machen für Fährmann an dieser Stelle. Da, ja, erstes Bundesliga-Tor. Da hat es die Verteidigung ein bisschen versaut. Aber geil. Oh, schlecht. Alter, was ist das denn? Oh, da lässt sich Leila Klostermann richtig doof abkochen. Stark. Wir gewinnen das Spiel 2:1 gegen Schalke. War ein spannendes Spiel tatsächlich, kann man nicht anders sagen. Wir waren hin und also wir waren durchgehend auf jeden Fall die spielbestimmte Mannschaft. Allerdings hat Schalke hin und wieder mal den ein oder anderen Nadelstich gesetzt. Und das sieht man auch anhand der Statistik. Aber ihr habt da gerade auch gesehen, die meisten Höhepunkte gab es tatsächlich nicht in dieser Partie. Weil es gab nicht so unfassbar viele Torchancen tatsächlich, die wirklich gut waren. Es sind jetzt noch 15 Punkte zu holen und Bayern hat tatsächlich nicht gewonnen und die bleiben bei den 64 Punkten. Das bedeutet, wir haben ab jetzt 13 Punkte Vorsprung. Eventuell ändert sich doch noch was an diesem Part. Ich habe jetzt gerade mal kurz ein bisschen was ausgerechnet. Sollten wir gewinnen, haben wir 80 Punkte. Sollten Bayern gewinnen, haben sie 67 Punkte. Und das heißt, danach sind nur noch 12 Punkte zu holen, weil dann nur noch 4 Spiele übrig bleiben. Und in diesen 4 Spielen sind dann natürlich auch nur noch 12 Punkte zu holen. Das bedeutet, wenn wir 13 Punkte vor denen sind, können die uns einfach nicht mehr überholen und wir werden Meister. Bedeutet, wir spielen jetzt auch noch die Partie gegen Augsburg und hoffen natürlich aufs Beste und dass wir die Partie gewinnen werden. Und am Ende dann auch hoffentlich eine Meisterfeier sind. Das wäre schon ziemlich geil. Mit folgenden Mannschaften werden wir spielen. Wir spielen quasi wieder mit unserer Stammelf, außer zwei Wechselungen. Und zwar spielt Kamavinga für Zakaria und Sakar spielt für Theo Hernandez in der Linksverteidigung. Er ist nämlich wieder fit. Und damit willkommen im Signal Iduna Park und seid jetzt nicht verwundert. Wir werden jetzt diese ganze Vorsache hier jetzt überspringen. Ich will die Partie jetzt spielen und hoffen, dass wir am Ende die Meisterschaft hier klar gemacht haben. Und ja, auch die Schale bekommen, das wäre einfach mega nice, freue ich mich auch drauf mit diesen Trikots, das wird auch mega geil. Also generell,
Durch die Trikots hat natürlich auch nochmal diese ganze Karriere hier einen kleinen Aufschwung bekommen und dafür ein Riesendank. Mega geil auf jeden Fall. Julian Brandt, einfach mal ab! What the fuck? Alter! Alter, was ein Tor von Julian Brandt! Holy shit! Alter, das war krass, wie er da einfach mal nach innen zieht und ich mir einfach mal gedacht habe, ach weißt du was, einfach mal abziehen. Und der Ball geht rein. Holy shit! Also krasses Tor, richtig, richtig schön. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber freut mich umso mehr, nichts zu machen für Gikiewicz da am Tor. Siebtes Saisontor und das ist ehrlich gesagt in Ordnung. In der Hinrunde fand ich Julian Brandt auf der linken Mittelfeldseite sehr, sehr schlecht zum Teil. Aber in der Rückrunde wurde er immer stärker. Beziehungsweise auch schon am Ende der Hinrunde. Aber anfangs war nicht so geil. So, sieht nach Meisterschaft aus. Es sei denn, ich habe mich mal wieder verzählt. Das kann natürlich auch sein. Vor allem nach dem letzten Part wäre ich mir nicht so sicher. Haaland einfach abziehen, dann ist der Gikiewicz. Schade. Aber Leute, wir werden jetzt mal einen Teil der Partie simulieren, einfach aus dem Grund, dann geht es nochmal ein bisschen schneller voran. Aber keine Sorge, wir werden gegen Ende oder sollte Augsburg den Ausgleich oder so schießen, auf jeden Fall nochmal reingehen, weil ich möchte halt auf gar keinen Fall die Meisterfeier eigentlich verpassen. Ich hoffe natürlich immer noch, dass Reus oder eventuell Haaland hier nochmal ein Tor schießen. Das wäre einfach... Oh, Elfmeter. Oh, der war perfekt geschossen, das war auch wichtig. Reus gönnt Haaland an dieser Stelle. Mir ist natürlich wichtig, beziehungsweise dem BVB ist wichtig, dass auf jeden Fall einer der beiden Spieler am Ende des Tages den goldenen Schuh gewinnt. Und Reus weiß, Haaland ist nochmal 3 Tore vor ihm oder mittlerweile 4. Er ist der Kapitän, er möchte ihn das nicht unbedingt streitig machen, er muss es nicht. Und deswegen hat er jetzt auch den Elfmeter hier an Haaland abgegeben. Richtiger Ehrenmann. Und sehr, sehr geil, wird sich auch Haaland am Ende des Tages vermutlich freuen, wenn er denn tatsächlich den goldenen Schuh gewinnt. 24 Saisontore hat er damit gemacht. Sehr, sehr gut, wir gehen zurück zur Simulation. Hauptsache mir fällt gerade auf, ich sollte am Anfang des Parts, wenn es um eine Menge geht, nicht mehr ankündigen, um welche Spiele wir spielen werden, denn es ist halt ein dynamischer Prozess, da ändert sich halt vieles mal und naja, passiert. Auf jeden Fall führen wir 2:0 in der Halbzeit gegen Augsburg und wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal weiter in die Partie. Oh, das ist schlecht und das war tatsächlich mal eine Möglichkeit für Augsburg. So, jetzt gibt es die Ecke, müssen wir vorsichtig sein, das ist tatsächlich das 2:1. Och Leute, was ist los mit euch? So, jetzt kommt schon Brandt auf Haaland und Haaland schießt daneben. Junge, mach ihn doch einfach rein. So, Neuhaus am Ball auf Emre Can. Neuhaus auf Haaland und Haaland macht das 3:1. Geil. Alter, wir haben Ballbesitz von 65%. Schöner Pass in die Mitte und Marco Reus macht ja auch noch sein Tor. 4:1 läuft bei uns. So, wir gehen jetzt aber auch in die Partie. Es ist die 87. Minute und ich möchte es halt auch nicht verpassen. Danach aus Julian Brandt, Haaland mit dem Doppelpack und auch Marco Reus treffen hier. Sehr, sehr geil. Schöne Partie gewesen. Und damit ist es soweit. Es ist tatsächlich die Meisterfeier und wir haben sie nicht verpasst. Ich habe das schon in mehreren meiner Karrieren geschafft, das zu verpassen. Also es ist nicht, ja, natürlich beziehungsweise immer gegeben, dass wir das tatsächlich sehen. Aber sehr geil, ich freue mich drauf. Und da kommt unser Kapitän Marco Reus, der wird gleich die Schale nach all den Jahren endlich hochhalten können. Natürlich war das auch ein Grund, warum er zum BVB gewechselt ist. Und jetzt endlich die Schale, die er hochhalten kann. Ey, würde ich den Sohn echt mal gönnen, ne? Es ist der Wahnsinn. Der BVB gewinnt damit, der BVB, habe ich hoffentlich auch gesagt, die Meisterschaft in der Bundesliga. Sehr, sehr geil. Und ist damit insgesamt unser 3. Titel, ausgenommen vom Supercup, den wir, glaube ich, auch schon mal gewonnen haben. Aber damit haben wir in unserer ersten Saison den DFB-Pokal, die Champions League gewonnen und in unserer zweiten die Meisterschale. Und ja, ich bin gespannt, was nächste Saison dazu kommt. Es ist noch nicht das Ende des Parts, aber ja, wir werden noch eine Saison auf jeden Fall dranhängen. Liegt auch daran, dass ich die neue Karriere beginnen möchte, sobald die Wintertransferphase abgeschlossen ist, falls sich noch irgendwie was tut oder so. Beziehungsweise ich möchte halt, dass auch alles aktuell ist. Bedeutet, wir spielen auf jeden Fall noch eine Saison mit dem BVB. Mein Ziel ist es da dann natürlich auch das Triple zu gewinnen. Das wäre halt einfach mega nice. Ja geil, wir haben die Meisterschale gewonnen. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, ankündigen, mit welchem Verein wir die neue Karriere machen, das werde ich noch nicht. Leihangebot für Renard. Ja, von mir aus. Fürich wird uns am Ende der Saison verlassen, wird er aber sowieso zu Utrecht. Einfach aus dem Grund, wir hätten seinen Vertrag eh nicht verlängert. Und Haaland mittlerweile mit 25 Toren auf dem ersten Platz, auf dem zweiten Platz Marco Reus mit 21 Toren und knapp dahinter Gnabry ebenfalls mit 21 Toren. So, und die Partie gegen Gladbach werden wir jetzt auf jeden Fall simulieren. Und Hummels hat mal wieder seine Punkte verloren. So, und damit gehen wir jetzt in die Schnellsimulation gegen Borussia Mönchengladbach. Und das geht am Ende 2:1 für uns aus. Zakaria und Sancho treffen hier. Und wir wechseln hier einmal aus. Toll, ich habe extra unsere Jugendtalente extra auf die Bank gesetzt und gehofft, dass die eingewechselt werden.
Ja, automatischer Trainer denkt sich so, nee. Leute, wenn ihr irgendwelche Transferideen habt, dann schreibt die sehr gerne mal in die Kommentare. Ich sage aber auch vorweg, ich möchte gar nicht allzu viel an dem Kader ändern. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, einen neuen Rechtsverteidiger zu holen. So einen Hakimi könnte man tatsächlich jetzt im Überlegen im Sommer. Könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ansonsten haben wir halt einfach einen unfassbar geilen Kader, an dem ich gar nicht so viel rumschrauben möchte. Nur man muss halt sagen, Klostermann ist mit 82 Punkten unsere klarste Schwachstelle, weswegen ich bereit wäre, da auch einen neuen Spieler zu holen. Auf der Linkverteidigungsseite Hernandez mit einer 84, der kann sich auch noch verbessern. Und vor allem haben wir noch Saka in der Hinterhand. Der soll auf jeden Fall auch noch, ich sag mal, besser werden und kann bald auch den Linksverteidiger vollständig spielen. Da bin ich auch extremst gespannt vor. Und ansonsten finde ich, sieht unsere Elf halt einfach richtig, richtig gut aus. Schreibt mir deswegen einfach mal in die Kommentare, wen ihr relativ gerne sehen wollt. Und natürlich auch, ja, wirklich dann vielleicht am besten Rechtsverteidiger. Ansonsten, wenn ihr eine gute Begründung habt, immer gerne in die Kommentare hauen. Ihr seht die Mannschaften und wir gehen jetzt in die Schnellsimulation rein und hau mir ab. Ey, ganz ehrlich, Leverkusen hat auch eine richtig, richtig starke Mannschaft. Da können wir jetzt eventuell sogar gegen verlieren und wir gewinnen 2-1. Sehr schön, Adeyemi wird sogar eingewechselt und macht ein Tor. Freut mich tatsächlich und die hatten nicht einen Torschuss und 38% Ballbesitz nur. Das bedeutet, wir wollen auch nochmal am Ende zeigen, dass wir zu Recht Meister geworden sind. Wir haben mittlerweile 86 Punkte, weiterhin 13 Punkte Vorsprung vor den Bayern. Das ist ehrlich gesagt schon sehr, sehr geil. Und freut mich extrem, dass wir das am Ende hier jetzt endlich geschafft haben. Aber ich bin immer noch ein bisschen traurig wegen der Champions League und DFB-Pokal. Bedeutet, wir müssen nächste Saison auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr angreifen. Und das schaffen wir dann hoffentlich. Und keine Sorge, wir werden wohl auch noch die Partie gegen Hoffenheim spielen und dann so ein bisschen mit so einer B-Elf, sag ich mal. Natürlich auch noch gespickt mit den ein oder anderen Spieler aus der A-Elf. Allerdings möchte ich auf jeden Fall, dass all unsere Jugendtalente nochmal ja, die Möglichkeit bekommen zu spielen. Warum gegen Hoffenheim und nicht gegen Köln? Ganz einfach, Hoffenheim ist ein Heimspiel und ich möchte dann eventuell auch nochmal Schmelzer und Piszczek spielen lassen. Gibt einen Monatsbericht aus unserer Jugendmannschaft, da schauen wir jetzt natürlich auch mal rein. Zudem haben wir Renard ausgeliehen, wenn ihr es gerade noch gesehen habt. Ja, Matthias Haier ist okay vom Potenzial eventuell her. Allerdings glaube ich auch nicht, dass er die 90 erreichen kann. Von daher kommt er weg. Ich muss sagen, Hayward ist okay. Ich muss sagen, sein Potenzial, da gehört halt nicht mit zu den Besten. Werden wir auf jeden Fall übernehmen. Und Havid ebenfalls. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wir die dann vielleicht sofort im Sommer, ja ich sag mal, weiterverleihen können. Die Saison ist ja auch bald zu Ende. Wir haben jetzt noch 2 Bundesligaspiele. Hier nochmal eben die Meldung. Wir verleihen Renard für 2 Jahre und wir verleihen auch Kasper. Der ist auch schlau, ne? Will mit uns über sein Gehalt reden und hat mittlerweile bei einem anderen Verein unterschrieben. Digga, dann gebe ich dir doch jetzt nicht noch mehr Geld für die restlichen 2 Monate. Konzentrier dich auf was auch immer. Mit einer etwas veränderten Elf gehen wir jetzt in die Schnellsimulation gegen den ersten FC Köln und ich hoffe natürlich auf einen Sieg, beziehungsweise einen Sieg muss her, schaffen wir auch. Haaland trifft und Marco Reus treffen, sehr, sehr geil. Tah wird dann noch für Zagadou eingewechselt und Reyna kommt ebenfalls rein und Zakaria. Gegentor kriegen wir im Übrigen von Laborde, wer auch immer das ist. Heißt aber auch, Haaland hat mal wieder ein Tor geschossen. Das bedeutet, er sollte eigentlich ganz kurz davor sein, auf jeden Fall den goldenen Schuh am Ende des Tages zu gewinnen. Ich sag mal so, er hat ja 26 Tore geschossen, Marco Reus 22, Gnabry auch 22. Also Gnabry müsste auf jeden Fall 4 Tore schießen im letzten Spiel. Halte ich für relativ unwahrscheinlich, muss ich gestehen. Von daher, ich glaube, Haaland wird das Ding am Ende des Tages auf jeden Fall rocken. Und am Ende kommt noch Weghorst auf den 4. Platz und ballert einfach jetzt noch im letzten Spiel alles kaputt. Bevor wir jetzt ins letzte Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim reingehen, vergesst nicht den 10%igen Rabatt beim Kauf des Snaggers mit dem Rabattcode Taylor11. Benutzt sehr gerne mal den Link in der Videobeschreibung und guckt mal beim Snagger vorbei. Okay, ganz ehrlich, wir lassen Bayern auch relativ weit hinter uns, ne? Das ist schon relativ heftig. 13 Punkte, ey, kann man auf jeden Fall mal machen. Jetzt meldet sich Schmelzer nochmal bei uns und sagt uns, er möchte beim letzten Heimspiel auf jeden Fall nochmal spielen, da er eben die Möglichkeit haben möchte, sich bei den Fans zu verabschieden. Junge, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, er spielt hundertprozentig. Weil wir haben die Liga in dieser Saison sowas von gerockt. Wir sind jetzt 13 Punkte vor dem Bayern, vorm letzten Spieltag. Das bedeutet, wir haben jetzt auf jeden Fall mal die Möglichkeit, gegen Hoffenheim ein bisschen mal auf andere Spieler zu setzen. Vor allem halt einen Schmelzer. Unsere Aufstellung wird denn jetzt folgendermaßen aussehen. Und zwar spielen wir eigentlich fast mit einer komplett anderen Elf. Bis auf Hummels, der spielt heute weiterhin von Anfang an, weil Schmelzer möchte nochmal neben Hummels verteidigen. Schmelzer heute in der Innenverteidigung. Piszczek heute über rechts vor ihm. Reyna, Kamavinga, Bellingham auf der 6. Saka in der Linksverteidigung, Hazard im linken Mittelfeld, Depay und Adeyemi stürmen heute. Adeyemi, ich hoffe, der macht heute auch nochmal ein Tor. Ich denke mal, auch sollte Haaland heute nicht mehr eingewechselt werden, sollte es möglich sein, dass er am Ende des Tages den goldenen Schuh gewinnt. Und Marcel Schmelzer läuft heute zudem als Kapitän auf. Ich finde, er hat es auf jeden Fall verdient. Piszczek hängt dann wohl noch eine Saison dran und er verabschiedet sich dann wohl nächste Saison. Das bedeutet, er wird dann nächste Saison quasi im letzten Heimspiel unsere Mannschaft vermutlich als Kapitän, ja, mit der Mannschaft als Kapitän auflaufen. Fände ich auch irgendwie ganz cool, mit Piszczek zusammen die Karriere hier beenden in der nächsten Saison. Wäre nur doof, wenn er dann noch eine Saison dranhängt. Naja, mal gucken, wann er tatsächlich aufhört. Hier in FIFA. Wer sich jetzt wundert, dass die Minikits wieder so aussehen wie die alten Trikots vom BVB und nicht die, die wir aktuell nutzen, das liegt einfach daran, ja, während der Aufnahme kam quasi ein Update für FIFA raus.
Und dann hat da etwas nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Von daher nicht wundern. Aber ich sag mal so, das Wichtigste ist auch, dass die Spieler im Spiel die neuen Trikots anhaben. So, und jetzt geht's los. Ich hoffe natürlich auch mit dieser, ja, ich nenn's mal B11 hier gegen Hoffenheim gewinnen zu können. Weil, sind wir mal ehrlich, unsere B11 sieht auch richtig gut aus. Bis auf unsere Verteidigung, die mit Schmelzer, der nur eine 68 hat, und auch ein Piszczek in der Rechtsverteidigung, der nur eine 71 hat, jetzt nicht so sonderlich stark sind. Dafür holen wir in der Offensive halt nochmal einiges raus. Depay mit einer 87 und Hazard mit einer 84. Ja gut, Adeyemi und Reina sind auch nicht so krass bewertet. Wird kein einfaches Spiel. Immerhin ist unsere 6 mit Bellingham und Kamavinga ganz okay, sag ich mal. Naja, muss man sich halt mal ein bisschen mehr anstrengen, aber das Wichtigste ist auch, wir sind ja eh schon Meister. So, Kamavinga sieht jetzt hier Adeyemi laufen. Adeyemi entdeckt seinen Torriecher. Richtig geil. Richtig, richtig gut. Mit dem Gameface hat er seinen Torriecher gefunden. Sein zweites Bundesliga-Tor. Richtig guter Laufweg. Kamavinga sieht das auch richtig stark. Schöner Pass. Und dann macht Adeyemi hier sein drittes Saisontor. Ach, da hat er eine Simulation getroffen. Kann man ja mal vergessen. Ich sag mal so, wenn Adeyemi sich jetzt weiterhin so stark entwickelt, beziehungsweise so gut macht, auch beim Spielen, ist er hundertprozentig in der nächsten Saison auch unser Ersatzmann für Haaland. Und Depay halt wirklich nur noch für den Zehnerbereich, beziehungsweise auch mal über die Außen eingeplant. Ja. Boah, Depay setzt sich hier gut durch. Fehler von der Verteidigung. Depay, Alter, wie der sich da durchsetzt. Eigentlich zweimal ein Verteidiger dran. Zweimal, und dann macht er hier am Ende des Tages das 2:0 für den BVB. Stark gemacht, und da habe ich mich eigentlich verdribbelt, der Verteidiger hatte den Ball. Aber Depay setzt sich hier durch, macht das sehr, sehr gut, und da sieht man auch den Willen, dieses Tor zu erzielen. Ich hoffe, auch der steigert sich in der zweiten Saison nochmal ein bisschen mehr, weil der hat halt auch insgesamt bis jetzt so 4 Saisontore geschossen. Da geht nächste Saison definitiv mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ab nächster Saison, jetzt war er ja quasi der Haaland und der Reus-Ersatz, dass der nächste Saison so links außen und Reus-Ersatz zugleich wird. So, Depay kommt dran und macht seinen Doppelpack, Alter. Jetzt zerschießen wir hier aber Hoffenheim. Krass, Alter. Schön von der Nummer 28. Also schön selbst eingeleitet von Depay. Doppelpack mit Adeyemi. Sehr gut, die verstehen sich da vorne. Oh, Kamavinga, meine Fresse. Was ist denn da so viel Platz? Und dann Adeyemi. Alle guten Dinge sind nicht drei. Und dann, oh komm schon, schade, aber ja, Adeyemi gefällt mir heute von den Laufwegen extremst gut. Also auf dem baue ich in der nächsten Saison definitiv noch ein bisschen mehr. Ist ja nur schwierig, wenn er einen Haaland vor sich hat. Jetzt schon gefühlt mehr Kopfballduelle gewonnen als Haaland. Ja, nehmen wir da oben doch Saka mit. Depays Laufweg hat mir nicht so gefallen, jetzt kommt da die Flanke und oh, Bellingham setzt sich da mehr oder weniger durch. Wir sind in der Halbzeit, wir führen verdient 3:0, wir lassen ja bis jetzt nichts anbrennen. Unsere Defensive, vor allem die Offensive, steht richtig gut. Bis jetzt kommt von Hoffenheim halt gefühlt gar nichts. Oh, Redmond ist schnell, Hummels hat aber Stellungsspiel. Boah, sehr gut gemacht von Kamavinga und Hummels hier zusammen. Kommt da ran. Adeyemi kann sich tatsächlich durchsetzen und er macht auch seinen Doppelpack. Es ist das 4:0, Doppelpack Adeyemi und Doppelpack Depay. Stark, ey, die beiden spielen richtig gut zusammen. Ich glaube, die Vorlage kam jetzt auch von Depay, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nein, jetzt zeigen sie das nicht richtig. Och, komm schon. Alter, ich habe mir extra eine Ansprache überlegt. Schmelzer wurde gerade ausgewechselt für Zagadou im Übrigen. Das bedeutet, das Stadion stand und hat hier Schmelzer verabschiedet für seine glorreiche Karriere beim BVB. Hat zwar in den letzten Jahren nicht mehr viel gespielt, aber er war halt einfach da. Wichtiger Bestandteil der ganzen Mannschaft, definitiv. Und dann kommt da nur so ein kleiner Bildschirm. Ach, wie traurig. Im Übrigen wurde auch Haaland eingewechselt für Hazard. Hazard mir heute im Übrigen gar nicht aufgefallen. Bedeutet Haaland jetzt im Sturm, Adeyemi über links. Oh, Bellingham, jetzt die Flanke, da ist meine Fresse. Junge, spring doch. Adeyemi auf Haaland und dann Haaland. Ah, schade. Schöner Pass, Reina mit dem perfekten Pass auf Haaland und dann Baumann mit so einer Parade. Willst du mich verarschen? So Leute, Adeyemi mit dem Doppelpack wird jetzt ausgewechselt für Marco Reus. Depay jetzt auf links und Marco Reus in der Mitte. So, Depay bringt die Ecke, da steht Hummels. Och man, ey, Hummels hätte ich auch mal ein Tor gegönnt. Wir gewinnen 4:0 bei der Verabschiedung von Marcel Schmelzer. War ein gutes Spiel, hat sich sehr, sehr gut spielen lassen. Gefühlt hat, Hoffenheim hat halt nichts geschissen bekommen, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, da kommt jetzt auch keine extra Animation wegen Schmelzer. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob die da vielleicht mittlerweile irgendwas getan haben. Haben sie nicht. Adeyemi und Depay mit einer 10 von 10. Nice. Ja, die Bundesliga haben wir am Ende des Tages souverän gewonnen. Einfach mal 30 Siege bei 34 Spieltagen. Kann man auf jeden Fall mal machen, 92 Punkte. Absteigen wird der HSV, der erste FC Nürnberg und Düsseldorf.
Düsseldorf in der Relegation. Schalke ist 15. geworden. Ich glaube, das würden die in echt derzeit auch sofort unterschreiben. Der DFB-Pokal gewinnt am Ende des Tages Bayern München gegen Schalke, gegen unseren Rivalen. Die Europa League Tottenham gegen Neapel. Und die Champions League gewinnt Manchester City gegen den FC Bayern München. Krass. Und mit uns in die Champions League ziehen im Übrigen ein der FC Bayern München, die auch im Finale standen, VfL Wolfsburg und RB Leipzig, Gladbach, Leverkusen und eventuell auch Hertha. Ja, ich glaube Hertha schon, weil DFB-Pokal hat ja Bayern gewonnen, ziehen dann in die Europa League ein. So, aufsteigen werden aus der zweiten Bundesliga Hannover 96, Bielefeld und eventuell Union Berlin. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Union eine stärkere Mannschaft hat als Düsseldorf. Krass, dass Stuttgart nur 4. geworden ist. Nein, der MSV Duisburg ist tatsächlich aufgestiegen, darf aber tatsächlich sofort wieder runter. Oh nein, kacke, Alter, die sind 18. geworden. Ach, wie ärgerlich. Schade, aber schön zu wissen, dass sie bei FIFA aufgestiegen sind. Nur um dann sofort wieder abzusteigen, ist eigentlich auch traurig. Dynamo Dresden geht auf jeden Fall auch sofort wieder runter. Und Würzburger Kickers, die gehen in die Relegation. Joa, Lautern und Uerdingen, den Verein gibt es ja künftig vielleicht nicht mehr. Mal gucken, was da passiert. Steigen auf jeden Fall in die zweite Bundesliga auf. Bayern 2 nur 4. So sieht die dritte Liga unten aus. Die meisten Tore mit Abstand hat bei uns Haaland geschossen. Richtig stark. 39 Tore in 50 Spielen kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann noch 17 Vorlagen dazu. Das ist auch einfach nur unfassbar stark. Das sind einfach mal 56 Scorerpunkte in 50 Spielen. Das ist richtig heftig. Aber auch Marco Reus in 41 Einsätzen einfach mal 48 Scorerpunkte. 28 Tore und 20 Vorlagen. Das ist auch unnormal stark. Auch Jadon Sancho mit einer starken Leistung, muss noch mal ein bisschen drauflegen, aber dafür hat der nächste Saison halt auch noch mal Zeit, ist halt erst 22 Jahre alt, eine Gesamtstärke von 94, Haalands 21 Jahre alt, 92er Gesamtstärke, ist schon heftig. Wer auf jeden Fall was drauflegen muss, ist Brandt, der kam aber auch erst am Ende der Hinrunde so ein bisschen rein, beziehungsweise ich habe ihn dann auch ein bisschen mehr einbezogen, man sieht aber auch, dass sehr viel bei mir über die Mitte lief, mit Reus und Haaland auf jeden Fall. Halt insgesamt 42 Spiele, 16 Torbeteiligung ist jetzt nicht so heftig. Sollte besser werden, aber ich denke mal, das wird so ein kleiner Streit im linken Mittelfeld sein zwischen Brandt und auch Depay in der nächsten Saison. Depay muss nämlich auch ein bisschen besser werden, hat 33 Mal gespielt, ist sogar ein bisschen mehr, als ich gedacht habe tatsächlich. Aber meistens, glaube ich, auch nur eingewechselt. Ansonsten sieht das halt teilweise einfach vollkommen in Ordnung aus, ne? Die Ausreißer sind natürlich vollkommen Haaland und Reus, aber das war ja zu erwarten, vor allem Haaland. Ich hätte nicht gedacht, dass Reus nochmal so eine unfassbar starke Saison spielt, hat eine Gesamtstärke von 88 noch. Ich weiß nicht, ob der nächste Saison nochmal die 90 erreicht, ist halt schon 33 Jahre alt, wird knapp. Ansonsten, ihr kennt die Mannschaft, wenn ihr den einen oder anderen Vorschlag habt, wen wir in der nächsten Saison kaufen sollen, dann schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Wir sollten wahrscheinlich so über 100 Millionen zur Verfügung haben, ihr kennt das ja. Liam Brandt, der Bruder von Julian Brandt, ist jetzt 16 geworden und wird sofort zum Profi, weil der hat auf jeden Fall auch Potenzial, etwas Besonderes zu werden, ist schon ein krasser Typ. Liam Brandt, wäre geil, wenn wir den verliehen bekommen würden. Und Leute, damit beenden wir jetzt die aktuelle Saison. Wir springen jetzt nochmal ganz kurz in die nächste Saison rein, weil mich natürlich auch interessiert, wie viel Geld wir genau zur Verfügung haben. Dann nehmen wir noch ein Freundschaftsturnier an, wenn eins zur Verfügung steht. Das weiß man ja manchmal nicht hundertprozentig. Und mein Ziel in dieser Saison ist halt natürlich das Triple. Ganz ehrlich, wir haben jetzt alles schon innerhalb von zwei Saisons gewonnen. Ich möchte das aber alles ganz gerne auch mal in einer Saison gewinnen. Das wäre halt schon mega nice. Wir sind in der nächsten Saison angekommen und haben einfach mal 190 Millionen Euro zur Verfügung. Krass, einfach mal fast 200 Millionen Euro. Bedeutet, ein Rechtsverteidiger sollte auf jeden Fall drin sein. Neuhaus hat sich auch nochmal verbessert, Zakaria auch. Hummels ist auf eine 84 runter, das ist jetzt nicht ganz so geil, muss ich gestehen. Wird eng mit Hummels mittlerweile, ne? Kann man echt nicht anders sagen. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr weitere Vorschläge habt, wen wir verpflichten sollen, schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Ich bin eigentlich für alles offen, wenn ihr gut argumentiert, von daher... Tobt euch aus, viel Spaß dabei. Nicht vergessen, ladet euch sehr gerne mal die kostenlose OneFootball-App runter und schaut euch auch sehr gerne mal beim Snagger um. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann, ja, mehr oder weniger in der neuen Saison mit Borussia Dortmund im nächsten Video. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.